bis auf Weiteres geschlossen. Diese Schilder informieren Kunden der Silicon Valley Bank, kurz SVB, über den Kollaps. Schon im Morgengrauen warten Menschen darauf, ihr Geld abheben zu können. Jeder Anleger der Pleitebank bekommt sein Geld zurück, auch über die gesetzlich festgelegte Sicherungssumme von $250.000 hinaus. Das versprechen US-Finanzministerium, Nationalbank und die Bankenaufsicht. Americans can rest assured. Die Amerikaner können sich darauf verlassen, dass unser Bankensystem sicher ist. Ihre Einlagen sind sicher. Ein Einlagensicherungsfonds soll die Ausfälle übernehmen. Dennoch reagiert die Börse an der Wall Street nervös. Die Papiere einiger kleinerer Geldhäuser brachen um mehr als die Hälfte ein. Die US-Notenbank hat ein neues Kreditprogramm aufgelegt, um der Gefahr eines Ansturms auf die Banken zu entgehen. Die Finanzminister der Eurogruppe treffen sich in Brüssel. Ihre einhellige Botschaft: kein Grund zur Sorge. Wir haben eigene Autoritäten in Europa, in Deutschland beispielsweise unsere eigene Finanzaufsicht, die die Situation fortwährend beobachten. An der Stabilität haben diese Institutionen keinen Zweifel gelassen. Auch wenn viele Kunden nervös sind, dass die Schließung der SVB eine weltweite Bankenkrise wie 2008 auslöst, halten Experten derzeit für unwahrscheinlich.